So, hier haben wir die Hartmann-Jacke. Einer der berühmtesten deutschen Flieger im Zweiten Weltkrieg. Hat 400 bestätigte Abschüsse. Im Vergleich dazu, ein Fliegerass in Amerika war mit 40 Abschüssen schon ein Fliegerass. Bei den Deutschen waren es 400. Wir haben hier drei Jacken. Zweimal im Pferdeleder, einmal schwarzes Pferdeleder, einmal braunes Pferdeleder und hier haben wir Stierleder. Das ist auch eine Jacke, wie der Alex vorher schon mal gesagt hat, für jeden Tag. Man hat viele, viele Taschen für seine Sachen zum Unterbringen mit Reißverschluss hier an der Brust. Beides, wir haben Innentaschen, eine offene Tasche, eine geschlossene Tasche. Wir haben die Möglichkeit hier auf der Seite die Jacke am Bund einzustellen, um meine Winddichtigkeit wieder zu gewährleisten. Diese Jacke ist beim Reißverschluss so eng, dass da kein Wind durchgeht und wir haben hier noch zwei geknöpfte Taschen. Der Unterschied zum Pferdeleder ist ein bisschen weicher, aber steifer. Dafür ist das Stierleder dicker, aber insgesamt softer.